Ja, hallo, ich bin's wieder mal, der Blumenmann. Ihr habt sicherlich alle schon gedacht, wo ist er? Ist was passiert oder was geht eigentlich ab in deinem Leben, lieber Blumenmann? Alles ist gut. Ich habe so viele Sachen, so viele Ideen im Kopf und ich habe so viele Pendenzen und ich will so viel. Manchmal denke ich, Mann, bist du doof, Blumenmann. Du hast so viele Pendenzen und so viele Musts und Wills und ich weiß nicht was, aber egal. Ich bin da. Zeigt mir, dass ihr Freude habt, indem ihr einfach mal einen Daumen nach oben für den Blumenmann macht und zeigt mir, dass ihr Freude habt, indem ihr schreibt, ich bin hier. Theresa und alle anderen, die einfach da sind, schön seid ihr da, habt ihr eingeschaltet, aber ihr wollt ja sicher nicht den Blumenmann einfach so labern hören und einfach so erzählen hören, sondern ihr wollt sehen, was ich mit euch zusammen heute pendent habe. Beatrice, ja, ich bin noch da. Hast du gedacht, heute komme ich mal schauen, ob alles okay ist beim Blumenmann? Nein, musst du nicht, ich bin noch da. Ja, schöne Grüße nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz und sonst überall dorthin, wo ihr jetzt gerade den Blumenmann aus Großhöchstetten schaut. Schön seid ihr da und schön habt ihr da einfach schnell eingeschaltet. Wir machen heute Blumensträuße, Blumengestecke, verschiedene Kreationen. Ich nehme euch einfach so mit in meinen Arbeitsalltag und ihr dürft einfach so ein paar Minuten mir hier über die Schultern schauen und zugucken, was ich alles so pendent habe. Sicherlich werde ich zwei Blumensträuße machen, einmal in Rosa, einmal in Orange. Und ihr dürft mir jetzt in die Kommentare reinschreiben, ob ihr lieber Rosa habt oder ob eure Farbe lieber im Orange ist. Ihr seht, hier starten wir einmal mit der Rosa-Kreation. Ich habe über das Mühlenbeckia-Holz einmal noch etwas vom Sisal drüber gelegt, so dass es etwas harmonischer aussieht, so dass es nicht so hart aussieht, dieses Mühlenbeckia-Holz. Ich habe ja immer so, wie soll ich sagen, Diskussionen mit Kunden, die das Mühlenbeckia-Holz nicht so toll finden. Aber das, ja, muss ich einfach auch ausgrenzen. Man geht ja auch nicht zum Bäcker XY, der das Brot so macht. Dann geht man halt zum anderen Bäcker, wenn man das lieber hat. Aber das ist mir egal. Hauptsache, ihr da draußen, meine Kunden, lieben die Blumenmann-Styles und das ist das Wichtigste. Tina, wunderschönen guten Morgen. Jemand fragt, was läuft eigentlich mit dem Hahn? Vielleicht sagst du, Hahn, ist das das Essen-Restaurant? Nein, der Hahn, der hat immer wieder gekräht und der war oftmals hier ein Teil vom Blumenmann-Livestream und dieser Hahn, der ist verschwunden. Ich gehe nicht fragen, was ist passiert und nein, ich esse ja kein Fleisch, also kann ich ihn auch nicht verspiesen haben. Also heißt das, ich weiß nicht, wo er ist. Vielleicht haben sie ihn liquidiert, weil es zu viele Reklamationen gab. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß ist, ich freue mich immer über alle, die den Livestream vom Blumenmann teilen. Ich weiß, ich freue mich immer, wenn ihr sagt, ja, was du hier machst, gefällt mir, das inspiriert mich. Und wenn du sagst, ich teile den Blumenmann-Livestream sowas von gerne, das erfreut mich auch mega fest. Dann hüpft mein Herz vor Freude. Und wenn du sagst, ich habe keine Zeit zum Teilen, aber ich genieße einfach den Blumenmann, so wie es gerade ist und das, wo hier gerade läuft, ist doch das auch okay. So, ihr seht, währenddem ich da lavere, schwätze, euch unterhalte, entsteht ein, ich sag mal, schöner, spannender Blumenstrauß. Wenn du sagst, ja, dieser Blumenstrauß, der ist schön, dann darfst du diesen Blumenstrauß sehr, sehr gerne bewerten. Du kannst drücken 500 für Top und die 300 für Flop. 500 für Top, 300 für Flop und ich hoffe, ganz viele schreiben eine 500 hier für diesen Blumenstrauß in die Kommentare rein. Kärnten in der Haus, herzliche Grüße und einen guten Morgen nach Kärnten. Schön, dass du auch in Österreich beim Blumenmann gelandet bist. Es gibt Leute,
die sind schon seit Ewigkeiten hier mit mir zusammen, fast jeden Morgen da. Und wenn du sagst, ich bin schon lange dabei, schreib mir doch schnell in die Kommentare, wie oft du das Gefühl hast, hast du schon den Blumenmann zugeschaut. Vielleicht hast du alle Replays reingezogen, vielleicht bist du erst seit gestern auf den Blumenmann gestoßen, weil du vielleicht eine spannende Herbstdekoration entdeckt hast. Ein Grund, warum ich momentan nicht so oft live bin am Morgen, ist, ich habe verschiedene Arbeiten gehabt, die Zeit kosten. Ich habe verschiedene Probleme gehabt, weil eine Dame, die für mich arbeitet, verletzt war. Und ich hatte auch viele verschiedene Videos hochgeladen oder bereit gemacht für den Herbst für euch. Also ihr könnt euch freuen, dass es schon bald mehr Blumenmann-Style zum Entdecken gibt. Und wenn du sagst, ja, diesen Blumenstrauß, der wäre was für mich, dann schreibe doch meiner in die Kommentare rein. Stefanie und Brigitte lieben diesen Blumenstrauß, das freut mich sehr. Und für alle, die vorhin geschrieben haben, ich habe lieber Gelb, Orange und Rot, die kommen jetzt auf ihre Rechnung. Heidi, wunderschönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Und Heidi, bist du immer noch im Urlaub, wenn du jetzt irgendwo gemütlich auf der Terrasse sitzt und den Blumenmann genießt? Genieß auch für mich die Sonne, genieß das Wetter und das Dolce Far Niente im Urlaub. Ich hoffe einfach, ja, du kannst es genießen. Viele schreiben mir immer wieder, ja, ich bin im Urlaub, ich bin hier, ich bin da. Aber ja, Real Life ist auch, wenn man arbeiten darf oder zu Hause ist. Natürlich gibt es viele Leute, die da zuschauen, die sind schon pensioniert. Also kein Urlaub, nichts like that, sondern einfach immer jeden Tag ein wenig chillen und genießen. So, viele haben mir schon geschrieben, wir haben einen großen Tisch, wir können etwas Großes auf unseren Tisch stellen, kein Problem. Ja, das weiß ich. Brigitte, bist du noch in der Pause, Frühstück oder schon am Arbeitsplatz? Ich bin etwas spät dran. Genau. Oder hast du Urlaub? Wer Urlaub hat, schreibt ein U. Wer pensioniert ist, ein P. Wer Pause hat, ein Pa. Und wer einfach irgendwie noch im Bett liegt, weil sie heute spät arbeiten muss, darf auch gerne ein B wie Bett in die Kommentare reinschreiben. Ja, genau. Mal schauen, was da bei euch so alles abgeht. So, jetzt kommt der Herbst, Blumenstrauß. Jemand hat diesen Blumenstrauß bestellt, sie hat mir dann gesagt, ja, ich hätte gerne einen Blumenstrauß so mit Zinien und Dahlien und so weiter. Und ja, dann habe ich gesagt, Zinien und Dahlien und so die Sommerblumen habe ich nicht so gerne, weil die halten einfach nicht so lange. Ist okay, wenn ich einfach einen gemischten Blumenstrauß mache. Weil, wenn ich einen gemischten Blumenstrauß mache, dann ist es so, dass ich meinen Blumenmann-Style machen kann. Das habe ich ihr nicht so direkt gesagt, aber ich habe es für mich gedacht. Ich bin einfach freier. Ich bin immer am glücklichsten, wenn mir die Kunden sagen, mach was Schönes. Und dann bin ich frei wie ein Vogel und kann so einfach frei etwas Schönes kreieren. Und ich denke, dass ist ja für viele von euch auch so ein Motto, dass man sagt, ja, lieber frei sein und kreativ dann sein, wie die Brigitte, die mir gerade schreibt. Ich habe meine Pflegefachfrauenstelle gekündigt und gehe jetzt auf den Markt mit meinen kreativen Sachen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich sage immer nur so, wenn man sich selbstständig macht, es braucht viel Durchhaltewille, es braucht viel Idealismus und es braucht viel Mut.
Wenn ich denke, vor 16, 18 Jahren, als ich diesen Spaß hier startete, habe ich auch viele Sachen mir gar nicht überlegt, was alles kommen könnte. War vielleicht auch besser, weil sonst macht man sich viel zu viele Gedanken und denkt am Schluss, nein, ich pack's nicht. Jetzt, 18 Jahre später, bin ich glücklich, immer wieder getrieben von meinen Ideen, von meinen Gedanken und von meinen Zielen. Ist ja manchmal auch etwas suboptimal, aber ja, es macht mich glücklicher, als wenn ich irgendeinem Chef arbeiten müsste, ihn vielleicht unglücklich machen würde und mich persönlich auch nicht glücklich machen würde. So gehe ich jeden Abend glücklich ins Bett, bin happy und froh, dass ich ja, viele Leute mit meinem Style glücklich machen darf. So. Wichtig ist ja immer beim Blumenstrauß binden, dass wir da unten alles schön zusammen machen. Sorry, wenn ich da etwas gruselig bin und da meine Nase noch putzen muss. Gehört halt einfach auch dazu. Hier ist alles real life. Also du bist direkt bei mir im Blumenladen. Du bist bei mir hinten. So, normalerweise habe ich das Licht vorne auch angelassen. Aber ihr kennt ja alle sicher die Energiekrise. Ich hoffe, ich kann auch während der Energiekrise meine Videos noch hochladen und alles. Alles funktioniert noch. Lassen wir uns treiben, überraschen und sehen, was alles kommen wird. Schweden in the house. Und alle, die es jetzt eingeschaltet haben, ich habe vorher einen Blumenstrauß gemacht und dieser Blumenstrauß war rosa-weiß. Und jetzt dürft ihr sagen, wollen wir beide Sträuße nochmal sehen? Dann schreibt beide sehen in die Kommentare. Wenn da ganz viele schreiben beide sehen, dann nehme ich nochmals diesen Strauß hervor und dann könnt ihr beide Blumensträuße sehen, weil ich weiß, viele von euch haben erst jetzt vor ein paar Sekunden eingeschaltet, haben eingeschaltet hier live beim Blumenmann aus Großhöchstetten und seid einfach vielleicht hereinspaziert. Okay, ganz viele schreiben beide sehen. Astrid begrüßt alle, die da mit dabei sind. Und ihr dürft jetzt sagen, welche Kreation euch besser gefällt. Gefällt euch der erste, rosa-weiß, besser oder die zweite Kreation, der orange-gelbe, herbstliche? Schreibt es mir in die Kommentare, rosa oder orange. Ich habe voll keinen Plan, welcher Style euch. Besser gefällt. Den Schnupfen habe ich wahrscheinlich schon. Ich habe gestern vieles mit Laubblätter gemacht, dann ist meine Nase sowas von geschlossen. Dann ist es heiß, kalt, warm. Es ist einfach komisch. Das Wetter ist komisch, alles ist komisch. Ich weiß gar nicht, wohin wir laufen momentan. Aber ich sehe, alle schreiben fast nur rosa rein. Warum wohl? Ich weiß es nicht. Doch, Margret schreibt orange schön. Schöne Grüße zu Margret. Herzliche Grüße auch zu Elle. Schön, dass du da bist. Hey, wow. Es kommen immer wie mehr Leute hier rein. Also, wenn ihr nochmals teilt, dann schaffen wir sicherlich nochmals etwas mehr Leute hier. Monika, beide sind schön. Gute Idee. Beide können wir auch einfach gleich nehmen. Ja, was denkst du? Was machen wir hier? Matthias, du, hei, Matthias. Es ist so, Matthias, du bist wahrscheinlich heute das erste Mal hier beim Blumenmann, nicht wahr? Wenn nicht, dann hast du was verpasst. Matthias, bist du das erste Mal hier beim Blumenmann? Dann schreib doch einfach ja in die Kommentare rein. Und in Schweden war es heute nur 1 Grad warm und München musste das Auto kratzen. Ich glaube, hier bei uns sind wir da schon noch eine Weile
entfernt von diesem ganzen Zeugs. Und Matthias schreibt: Oh, ich bin das erste Mal hier beim Blumenmann mit dabei. Herzliche Grüße zu dir, lieber Matthias. Wo bist du zu Hause? Ich hoffe, du drückst das Plus weg und ich sag dir, diese Uhr ist nicht falsch, sondern es ist alles spiegelverkehrt. Ich liebe das. Schleswig-Holstein in the house. Herzliche Grüße nach Schleswig. Schön, dass du auch beim Blumenmann eingeschaltet hast. Und ja, wir machen einen Herbstmix. Claudia, wunderschönen guten Morgen auch zu dir. Schön, hast du auch eingeschaltet hier beim Blumenmann. Wir machen einen Herbstmix mit einer Sonnenblume, mit einem Kürbis in einem Korb. So richtig schöne Mischung. Matthias, ich bin auch aus der Schweiz. Ich bin im Emmental, in Großvölkstetten zu Hause. Und ich verstehe jeder, der seine Ortschaft nicht reindrückt hier. Aber, weißt du, meine Community ist eine ganz nette Community. Und meine Community, die liebt einander, die schätzt einander. Und ich hoffe, du gehörst auch einfach ab sofort zu dieser tollen Blumenmann-Community. Bayern in the house. Bianca schreibt, der Rosane sieht für sie romantischer aus, da hast du absolut recht. Es ist einfach Geschmackssache. Ich finde, mir würde jetzt persönlich der andere gefallen, die orange Kreation, weil ich das Gefühl habe, die orange Kreation, die ist etwas kuscheliger für diese Saison momentan. Aber das ist Geschmackssache. So. Du siehst, es geht ganz einfach, wenn du die Sonnenblume erst am Schluss einlegst, einpflegst. Und Matthias, erklär mir doch, warum du beim Blumenmann gelandet bist. Hast du Freude an Blumen oder bist du einfach per Zufall hier eingestiegen, weil du vielleicht irgendwie das Gefühl hast, könnte noch spannend sein? Oder hat dir einfach der Algorithmus gesagt, hierhin musst du kommen, da gibt's was Spannendes. Wer hat noch kein Abo vom Blumenmann? Das musst du gleich sofort ändern, so dass du immer das Neueste erfährst hier bei mir. Claudia schreibt, die Sonnenblumen halten leider nicht wirklich. Glaub, das kommt wirklich extrem auf die Qualität drauf an, wie die Qualität ist. Sonst, wenn du schlechte Qualität hast oder aus dem Garten, ist das manchmal etwas problematisch. Matthias fragt, warum sind Teilblumenläden so überteuert? Ich weiß es auch nicht. Miete hoch oder sonstige Probleme. Mein Blumenladen ist auch zu teuer im Vergleich zu einem Discounter. Aber du hast jetzt gesehen, wie lange ich für dieses Blumengesteck gehabt habe. Und ich habe keinen 100-frankigen Stundenlohn. Also das heißt, mein Stundenlohn ist viel tiefer als einer vom IT. Und ja, also es ist einfach kompliziert. Und wenn Dani einschaltet aus Zürich, sage ich immer, oh lieber Dani, willst du nicht bald Blumen bestellen beim Blumenmann? Und er sagt nein. Er sagt immer nein. Aber egal. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich brauche wieder mal schöne Blumen vom Blumenmann. Heute ist der Tag, wo ich einfach auch Zeit hätte, dir etwas live zu kredenzen, zu zeichnen und zu kreieren. Also ja. Genau. Dani weiß nicht, für wen er Blumen kaufen will. Ich weiß es auch nicht. 15. Oh, schade, dass deine Katze keine Blumen will. Ja, es ist so. Alles wird teurer, das ist ganz klar. Und ich habe einfach das Gefühl, ich habe meine Preise schön tief gehalten in den letzten 18 Jahren. Ich habe eigentlich keine Preiserhöhung gemacht.
weil ich sage, alles soll erschwinglich bleiben für alle. Das heißt aber jetzt, wenn du natürlich Ökonom bist und so und sagst, Blumenmann, du bist ein Vogel, du musst teurer werden, ja, dann kommen die Leute nicht mehr, das ist ganz klar. Aber die Leute, die die Blumen vom Blumenmann schätzen, die wissen, okay, es gibt schöne Blumen, der Preis ist fair und darum kommen sie auch immer wieder. So. Gehen wir ans nächste gemeinsame Projekt ran. Wenn ich denke, früher, als ich da angestellt war, als ich in der Lehre war und so, das ist auch eine Geschichte. Der Euro-Franken, das vergessen viele Leute, die Euro-Franken-Geschichte, weil viele Blumen aus Holland kommen und mein Lieferant nett ist und mir diesen Wechselkurs schön freigibt, sind natürlich die Blumen jetzt etwas günstiger geworden im Verhältnis zu früher, weil ja der Euro abgesackt ist. Wenn aber der Euro wieder hochfährt, ja dann haben wir Probleme. Matthias, also wenn du mal verliebt bist, vielleicht bist du ja verliebt, du brauchst mal schöne Rosen und du wirst nur 6,50 zahlen, du brauchst 10 Stück und dann bezahlst du noch 10 Franken fürs Porto und die Rosen sind am nächsten Tag bei dir oder bei deiner Liebsten, dann melde dich bei mir. Meine Kontaktdaten findest du und das funktioniert bei fast allen, also nach Niederhasli, nach Biel, nach Graubünden und so weiter habe ich schon ganz vieles geschickt, verschickt und darum einfach nur so zum Entspannen, wenn du sagst, ja, ich will auch mal Blumen vom Blumenmann und nicht 12,50 für eine Rose bezahlen, außer natürlich an Valentinstag, dann wird es etwas komplizierter, dann melde dich bei mir. Auf TikTok, glaube ich, hat niemand, der dabei ist, hier jetzt live schon mal was bestellt, aber die Doris, die hat schon viel bestellt oder auch sonstige Leute haben schon ganz viel bestellt und es klappt also immer einwandfrei. Wenn du jetzt zum Beispiel zuschaust und sagst, ja, bei mir hat es auch immer ganz gut funktioniert, geklappt, dann schreib mir doch das schnell in die Kommentare so, dass alle anderen, die da jetzt mitschauen, auch sehen können, oh ja, es hat super gut geklappt und er erzählt da nicht irgendwelche Lügen oder er hat Leute gekauft, die jetzt irgendetwas Positives reinschreiben. Nein, ihr seid alle echt, die da zuschauen. Die Beatrice schreibt, verschicken klappt bestens. Beatrice hat vor kurzem etwas ins Entli-Buch verschickt, nicht zum Schwingerkönig, aber in diese Region. Jessie, deine Freundin ist die Floristin deines Vertrauens. Würde ich auch so machen. Heute kommt eine Freundin, die will ihren Brautstrauß vom Blumenmann. Genau, dann kommt sie extra aus der Ferne zu mir auf Besuch, damit es alles klappt. Also, man kann aus der Ferne kommen, man kann aus der Nähe kommen, man kann einfach beim Blumenmann vorbeischauen und etwas Schönes abholen kommen. So, wir machen da nochmals was Rosaniges, Romantisches. Vorhin hat ja beim Rosastrauß jemand geschrieben, er ist einfach romantischer. Absolut, bin ich mit euch gleicher Meinung. Rosa ist automatisch von der Farbe her einfach viel romantischer, viel liebevoller, viel zärtlicher und viel schöner. Monika, ja, bei dir hat es auch super gut geklappt. Bei dir habe ich sogar Pflanzen verschickt, weil du das im Tessin nicht einfach so bekommst. Also, ihr seht, keine Panik. Ja, aber du hast ja gesagt, sie ist die Floristin deines Vertrauens, dann darf ich ja gar nicht, auch wenn du in der Schweiz zu Hause sein würdest. So. Ups. Ich glaube, dieser Blumenstrauß wird von diesen Leuten, die jetzt da
mit dabei sind, ich sag mal 50% gefallen, 50% schreiben vielleicht nein, gefällt mir nicht. Darum bin ich jetzt gespannt, ob du zu diesen Leuten gesagt, die Top oder die Flop reinschreiben. Top oder Flop für diesen Blumenstrauß. Petra, liebe Grüße zu dir ins Zürichbiet. Zürich Oberland, glaube ich, gell? Ist das. Oder schon St. Gallen. Okay. Bis jetzt haben alle nur Top geschrieben. Habe ich mich da getäuscht, dass gar niemand Flop reinschreiben will? Ist das deine? Matthias gefällt dir nicht. Matthias, dann wirst du wahrscheinlich auch nie Blumen beim Blumenmann für eine Rose oder sowas bestellen. Egal. Merkst du? Die werden nicht warm. Egal. Matthias aus der Schweiz gefällt diese Blumenstrauß nicht. So. Ja, was kommt? Das ist das Wichtigste natürlich, den Blumenmann anschneiden, in eine Vase einstellen und dann in den Blumenladen stellen und hoffentlich bald jemand mit dieser Blumenkreation erfreuen. Wenn du jetzt sagst, hey lieber Blumenmann, es hat mir Spaß gemacht, aber ich habe noch Zeit. Dann schreibe doch Zeit in die Kommentare. Und wenn jetzt ganz viel mal Zeit in die Kommentare reingeschrieben wird, dann werde ich euch noch eine kleine schöne Blumenkreation machen. Also Zeit in die Kommentare reinpitzeln und schon bald habt ihr nochmals eine Blumenkreation vom Blumenmann vor der Nase. Jessie hat Zeit. Oh, ganz viele schreiben da, wir haben noch Zeit. Also müssen wir doch nochmals was in die Finger nehmen. Und zwar machen wir nochmals was mit einer Sonnenblume. Und zwar sind Sonnenblumen ja mega Saison jetzt. Aber ich weiß, viele von euch sagen, oh, meine Sonnenblumen bleiben nie lange. Ich habe schon verschiedene Videos hochgeladen und ja, viele wissen immer noch nicht, auf was es eigentlich bei Sonnenblumen ankommt. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich brauche nochmals ein Video mit Sonnenblumen, dann schreib doch einfach Sonnenblume in die Kommentare rein, damit ich das Video nochmals reinladen kann. Und du gibst mir keine Antwort. Du möchtest ihn auch haben. Ja, hast du Twin? Bist du in der Schweiz zu Hause und gibst mir deine Adresse. Dann kann ich den dir zuschicken. Fadik. Aber so was das Gefühl habe, willst du ihn gar nicht, sondern einfach nur, dass ich mal sage, guten Morgen, hallo.
Yorkshire muss raus, wahrscheinlich der Hund. Genau, das ist das Schwierige. In Deutschland kannst du den Blumenstrauß schon bekommen. Und dann, bis die Blumen bei dir sind, haben wir ein Problem. Guten Morgen und hallo. Ja, du bist immer noch da und ich habe dich gesehen. Also, jemand fragt mich noch, machst du das eigentlich nach Vorstellung oder machst du das mit Vorbereitung oder ist das Routine? Das ist ein wenig, weißt du genau, was du machen wirst und wie er aussehen wird, der Blumenstrauß. Ein wenig ist manchmal auch Improvisationskunst oder mal muss man so oder so adaptieren und verändern. Also man kann nie genau sagen, wie es genau am Schluss läuft. Aber das ist Routine und das ist langjährige Übung, Erfahrung. Und natürlich ist der Vorteil, wenn man noch etwas kreativ ist und dann kann man so ohne Probleme etwas Schönes kreieren. Es braucht natürlich Geduld, so eine Floristenlehre. Es geht nicht einfach so schnell und Polen in der Haus. So, schreibt mir doch schnell in die Kommentare rein, ob ihr erst vor ein paar Minuten hier gleich eingeschaltet habt oder ob ihr schon lange hier jetzt mit dem Blumenmann live mit dabei seid und schon einiges an Ideen euch abgeholt habt heute Morgen. Ich bin Schweizer, ich habe meinen Blumenladen in der Schweiz und ich habe diesen Blumenladen seit 18 Jahren. Ich mache alles auf Hochdeutsch, weil ich gemerkt habe, es gibt ganz viele Leute in der Schweiz und es gibt noch viele Leute mehr in Deutschland, die Blumenmann-Style lieben. Und darum mache ich das Ganze auf Hochdeutsch, weil du und du und du alle einmal Hochdeutsch gesprochen haben in der Schule und das so einfach viel, viel einfacher geht zum Verstehen. Die Monika ist nicht seit Anfang an mit dabei, aber hat schon vieles entdeckt. Schöne Grüße nach Biberich. Und ja, das ist der kleine Sonnenblumengruß. So, wenn jetzt jemand sagt, oh ja, Sonnenblumen liebe ich und diese Blumenstrauß auch, dann kannst du am einfachsten mal bewerten zwischen 500 für Flop und 900 für Top. Und alles, was dazwischen ist, ist einfach so, ja, wie auch immer du wirst. 500 ist Flop, 900 ist Top. Und ich bin gespannt, was du, lieber Matthias, ja, denkst. Mein Blumenladen heißt Flora Line, Flora-Line geschrieben. Dort habe ich auch eine Website. Ich habe aber auch neu eine Webseite, wo du findest, blumenmann.ch. Und die Beatrice ist seit Anfang an dabei, Lilian erst jetzt eingeschaltet. Also, jetzt ist langsam aber sicher Schluss für heute. Ich hoffe, ihr habt alle viel, viel Spaß gehabt. Und ja, wenn ihr nochmal sehen wollt, was ich alles kreiert und kredenzt habe, dann schaut einfach das Replay auf YouTube und Facebook euch an. Zum Beispiel mit Sonnenblumen oder andere Kreationen, die ich euch kreiert habe. Schaut es euch an, zieht es euch rein und schaut immer wieder hier beim Blumenmann rein. Tschüss und weg, sage ich dann. Auf bald wieder. Spanien ist Frühstückszeit und Bernd und Ramona seid ihr auch schon da, weil heute bin ich ja so spät da. Sollte eigentlich auch für euch passen, aber ihr habt noch keine Kommentare reingeschickt. Und wow, da kommt mir noch eine Rose zum Abschluss. Ja, ich habe euch inspiriert, es hat euch Spaß gemacht und ich sage einfach wieder Tschüss und weg, sagt euer Blumenmann aus großen Städten in der Schweiz. Und ja, ich hoffe einfach, ihr schaut morgen, übermorgen und immer wieder hier rein. Und vergesst nicht, wenn ich mal nicht da bin, mir geht's gut, alles ist gut und ich habe einfach sonst noch viele, viele Sachen, Projekte und Ideen, die immer gemacht werden müssen. Wie heißen die violetten Beeren? Meinst du diese hier? Krebsbeere, die langen, das sind Krebsbeeren, genau. Okay, jetzt bin ich aber weg. Tschüss und weg.